Dann nehmen wir wieder eine Haltung ein, die uns dabei unterstützt, wach und entspannt zu werden. Und dann richten wir unsere Aufmerksamkeit ganz leicht auf einen durchschnittlichen Tag der letzten Woche. Wir lassen vor unserem inneren Auge den Tag, vielleicht den Dienstag oder Mittwoch, vor unserem inneren Auge ablaufen und schauen, was haben wir von morgens bis abends getan? Wir brauchen das nicht alles zu erinnern. Es reicht, wenn wir 4, 5, 6, 7 verschiedene Tätigkeiten erinnern können. Was haben wir den ganzen Tag gemacht? Und dann können wir uns fragen, welche dieser Tätigkeiten empfanden wir als Stress, als Pflicht, und welche hat uns Freude gemacht? Welche Tätigkeit war eher Ausdruck unserer Energie, selbst Ausdruck, Ausdruck unserer Lebendigkeit? Und wir brauchen auch wieder dabei keine Vollständigkeit erreichen. Es reicht, wenn wir jedem Bereich ein, zwei Tätigkeiten erinnern.
Dann können wir die Aufmerksamkeit auf eine Situation der letzten Tage oder Wochen richten, wo wir beim Tun Freude verspürt haben, wo wir mit ganzem Herzen dabei waren, uns lebendig und wach wohlgefühlt haben bei dem, was wir tun. Wo wir ein bestimmtes Ausmaß an Wachsein, Dasein, Freude erlebt haben. Wie fühlt sich das an, wenn wir Freude am Tun erleben? Wie fühlen wir uns dabei körperlich, seelisch, geistig? Und dann achten wir mal darauf, welche Bedingungen sind dabei förderlich? Was unterstützt freudvolles Tun, Freude am Tun? Welche Bedingungen helfen dabei? Was spielt mit? Außen und in uns? Und wir fragen uns, gibt es Bedingungen, die wir beeinflussen können, die wir aufsuchen, die wir schaffen können? Und wir fragen uns, was kann ich heute, morgen, in den nächsten Tagen tun oder lassen, um Freude am Tun zu unterstützen, zu fördern?
Was kann ich jeden Tag tun oder lassen, um Momente des wachen, angstfreien Daseins Momente des freudvollen Tuns, der Freude am Tun zu fördern. Wir können die Betrachtung beenden mit dem Wunsch, mögen wir, mögen alle Lebewesen das Vertrauen in sich entwickeln, dass wir mit allen Gegebenheiten, mit allen Umständen gut umgehen können, das Beste daraus machen. Mögen wir waches, entspannt sein, angstfreies Wachsein, in der Ruhe und in der Bewegung erleben. Mögen wir Freude am Tun entwickeln. Mögen wir alle wach, klar und ohne Angst leben. Mögen alle Wesen glücklich sein.